Ganz herzlich willkommen zum vierten SPD-Zukunftsdialog. Mein Name ist Daniel Finger, ich bin Ihr Moderator heute Abend. Wir sprechen auch in diesem Zukunftsdialog darüber, was aus der Corona-Krise folgt. Wir sprechen über Herausforderungen und Probleme, die die Krise ausgelöst, vielleicht auch verstärkt oder manchmal auch nur sichtbar gemacht hat. Und wir sprechen darüber, ob wir den Einschnitt, den Corona macht, nicht nutzen können, um als Gesellschaft in eine andere Richtung zu gehen. Die Krise also nutzen, um quasi neu Anlauf zu holen. Heute Abend ist unser Thema ein Schritt nach vorn, drei zurück. Mit Fragezeichen, was macht Corona mit der Gleichstellung der Geschlechter? Und über dieses Thema möchte ich heute Abend mit Menschen aus Politik, Wissenschaft und Medien sprechen, aber auch mit Ihnen. Also kommentieren Sie Ihre Fragen einfach unter den Videostream. Wir bemühen uns, so viele wie möglich davon zu beantworten. Und was wir nicht in der Diskussion jetzt schaffen, wird trotzdem beachtet, versprochen. Und ich möchte gleich schon sagen, wir haben auch im Vorfeld diesmal schon wieder sehr gute und sehr viele Fragen bekommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt aber zu den Menschen, mit denen ich hier sprechen darf. Bei mir im Willy-Brandt-Haus sind die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Saskia, schön, dass du wieder dabei bist. Zum ersten Mal in einem SPD-Zukunftsdialog dabei die stellvertretende SPD-Vorsitzende Carla Geiwitz. Clara Geiwitz. Okay, ich bin ein bisschen nervös wie immer bei diesen Veranstaltungen. Und der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil. So, auch mit KL hat aber besser geklappt jetzt. Zugeschaltet sind bei uns die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Soziologin und Autorin Jutta Almendinger. Im Mai erschien in der Zeit von ihr ein vielbeachteter Beitrag zur Lage der Frauen in der Corona-Zeit, über den wir auch gleich noch sprechen werden. Schön, dass du dabei bist. Hallo Daniel. Und last not least die Journalistin und Publizistin Ferda Attermann. Sie engagiert sich seit vielen Jahren gegen Rassismus und für Menschen aus Einwandererfamilien. Sie ist zum Beispiel Vorsitzende der Initiative Neue Deutsche Medienmacher. 2019 hat sie das Buch Hört auf zu fragen, ich bin von hier veröffentlicht. Und vielleicht kennen einige sie auch aus ihrer Kolumne Heimatkunde, die bis Februar diesen Jahres bei Spiegel Online erschien. Ferda, herzlich willkommen. Hallo. Und für alle, die das erste Mal dabei sind, ja, wir duzen uns, die Genossinnen und Genossen duzen sich sowieso und wir anderen sind auch unkompliziert. So, jetzt aber versuchen wir mal eine Bestandsaufnahme zu diesem großen Thema, das wir heute vor uns haben. Saskia, wir haben in den vergangenen drei Dialogen auch schon darüber gesprochen, wie sehr die Corona-Krise uns alle getroffen hat und manche eben noch mehr als andere. Sind Frauen jetzt noch größere Verlierer der Krise? Ja, ich glaube, sehr stark unter Last und Doppellast sind die Familien geraten und da eben besonders die Frauen, weil sie unter dem Wegfall von Kindertagesstätten, Betreuungseinrichtungen, natürlich auch Schulen besonders stark gelitten haben, weil sie in systemrelevanten Berufen arbeiten, wo sie noch mehr gebraucht wurden als zuvor und dennoch irgendwie die Sache mit den Kindern klarkriegen mussten. Und wir haben halt an vielen Stellen festgestellt, dass es mit der Partnerschaftlichkeit offenbar doch nicht so weit her war, wie wir bisher gedacht hatten. Ja, nicht so weit her. Das ist vielleicht sogar noch untertrieben. Jutta, dein Beitrag in der Zeit hatte in der Unterüberschrift den Satz, in der Krise erleben wir einen Rückfall auf eine Rollenteilung wie zu Zeiten unserer Großeltern. Was ist da passiert? Nun, zunächst mal haben Frauen ja ganz besonders davon profitiert, dass die öffentliche Hand, Kindertagesstätten, Schulen zunehmend auch Ganztagskindertagesstätten, Ganztagsschulen zur Verfügung gestellt hat. Das hat Frauen ermöglicht, erwerbstätig zu sein. Und der Rückzug des Staates, der Kommunen, der Länder hat natürlich zu einer größeren Abhängigkeit wieder geführt. Und alleine das ist eine Retraditionalisierung. Das Zweite ist, dass selbst wenn jetzt es Berechnungen gibt, dass Frauen ja so viel gar nicht verloren haben, ich nicht der Meinung bin, dass man die Verantwortung für eine Familie, die Sorge, die Organisation, die man trägt, in Stunden und Minuten ausrechnen kann. Und das Dritte ist, das hat Saskia eben schon gesagt, wenn wir über systemrelevante Tätigkeiten sprechen, müssen wir schlichtweg sehen, dass diese Frauen massiv ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben. Clara, jetzt ist es so, bei der Systemrelevanz, es ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass viele Frauen in diesen systemrelevanten Berufen arbeiten. Aber was ist das große Problem? Sicherlich nicht, dass viele Frauen in den Berufen sind, sondern dass auch die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung in diesen Berufen so schlecht ist, oder? Genau, also Saskia hat es ja auch gesagt, häufig war das so, dass die Frauen dann zu Hause geblieben sind und etwas, was bis jetzt verlässlich war, nämlich Kinderbetreuung, weggefallen ist. Und natürlich zu Hause die Frage war, wer kümmert sich jetzt um die Kinder? Und da war das meistens weniger der böse Wille, sondern einfach der ökonomische Fakt, dass Männer besser verdienen, dass sie häufiger auch zum Beispiel in tarifgebundenen Jobs sind. Das heißt, dass Kurzarbeitergeld auch nochmal aufgestockt wird. Und die sind dann halt zur Arbeit gegangen und die Frauen sind zu Hause geblieben. Und das, was wir jetzt erlebt haben in Corona, ist im Prinzip ein Brennglas für die
Ungerechtigkeiten, die Frauen in den letzten Jahren auf dem Arbeitsmarkt immer schon hatten. Und die große Hoffnung ist ja, dass dieser Lerneffekt der Gesellschaft zum einen, wie wichtig zum Beispiel eine stabile, verlässliche Kinderbetreuung ist, aber auch wie schlecht in einigen Branchen bezahlt wird, dass das von der Politik aufgegriffen wird und gesagt hat, wie präparieren wir uns eigentlich für die Zukunft, damit die Frauen verlässliche Betreuung finden und die Männer natürlich auch, aber auch damit das Lohnniveau in frauenspezifischen Branchen nach oben geht. Jetzt wollen wir mal über eine Berufsgruppe systemrelevanter Berufe sprechen, wo die Frauen nicht zu Hause geblieben sind. Und das hat hervorragend funktioniert. Wo Frauen regieren, hat eine Studie der Uni Liverpool ergeben, wurde die Corona-Krise oder wird die Corona-Krise anscheinend besser bewältigt. Ferda, woran liegt das deiner Meinung nach? Naja, weil Frauen klüger und besser sind in allem, was sie tun. Nein. Aber tatsächlich hat es den Anschein, dass Frauen in Regierungspositionen sich mehr auf die wissenschaftlichen Ergebnisse eingelassen haben, mehr abgewogen haben, eben nicht die schnellen Antworten hatten und schnelle Antworten in einer Pandemie, mit der eigentlich niemand bisher Erfahrung gesammelt hat und von der wir auch nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen. Da sind schnelle Antworten eben nicht das Richtige. Und da war, glaube ich, dieses Abwägende und all diese Kritikpunkte, die man an Frauen in Regierungspositionen oft hatte, dieses Abwägende und Moderierende, genau richtig. So, und ich glaube, ganz viele Menschen waren auf einmal froh, eine Bundeskanzlerin zu haben, die sich beraten lässt, die gut zuhört und die sachliche Entscheidungen trifft und weniger aus dem Bauch heraus. Und wie ich neulich auf Twitter gelesen habe, vielleicht auch einfach nicht so Testosteron gesteuert ist. Also nicht nur die Kanzlerin, sondern vielleicht überhaupt Frauen in Führungspositionen. Könnte es daran liegen? Ja, das ist jetzt, als Frau tue ich mir jetzt schwer, einfach aus dem Bauch heraus darauf zu antworten. Ich weiß nicht, ob es da Studien gibt, aber ich glaube schon, dass es bestimmte Bereiche gibt, oder wir merken das ja immer wieder, wir hatten es auch in den Medien, es fehlt, wenn Frauen nicht da sind. So, wir argumentieren ja ganz oft aus der Defensive heraus. Aber ich sage es mal anders, positiv gesagt, ja, es ist gut, wenn Frauen da sind und sich Zeit lassen und mal nachdenken. Mhm. Ich meine, diese Studien, wenn ich das ganz kurz einfügen darf, die zeigen, dass Frauen ein wesentlich größeres Brei auf Gesundheit gesetzt haben im Vergleich zur Wirtschaft und auch ein stärkeres Rückgrat hatten, sich gegenüber wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen, die ja viel, viel länger hätten geöffnet haben wollen. Mhm. Saskia. Es ist völlig richtig, dass Frauen auch die richtigen Prioritäten setzen. Ich will aber auch noch jetzt für einen Mann eine Bresche schlagen. Olaf Scholz hat nämlich gesagt, wir haben für diese Krise kein Drehbuch. Und das ist ein sehr kluger Satz gewesen. Und es ist aber so, dass eben die Frauenbiografien, insbesondere was jetzt das Managen von Familien anbelangt zum Beispiel, einen darin lehren, ohne Drehbuch zurechtzukommen. Denn eine Familie funktioniert nicht nach Drehbuch. Und so ist es eben auch in dieser Situation gewesen. Wir mussten wirklich auch so ein Stück weit auf Sicht fahren und richtig reagieren und natürlich auch die richtigen Interessen und die richtigen Lebenslagen beachten und in Blick nehmen. Und das haben wir zusammen getan. Das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ferda, war das gerade eine kleine Meldung? Nee. Okay, dann habe ich einfach aus dem Ordnung. Sehr gut. Ich möchte gerne Lars was fragen und die Frage möchte ich dann aber gerne auch an euch alle stellen, weil ich glaube, da gibt es bestimmt verschiedene Perspektiven. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es wieder einen enormen Rückschlag gab jetzt in der Corona-Krise, dass Frauen ihren Job aufgegeben oder reduziert haben zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Rückschlag dann irgendwann wieder aufgeholt werden kann? Weil wenn man einen Job zum Beispiel erstmal aufgegeben hat, den dann wiederzunehmen oder wieder zu erweitern, vielleicht geht das gar nicht so ohne weiteres. Also wie lange werden wir die Folgen auch dieses Einschnitts noch spüren? Also ich meine, das ist ja eine Frage auch von politischen Entscheidungen, also wie lange man Folgen spürt. Aber dass sie erstmal da sind, ich habe das ja gerade im Vorgespräch gesagt, wenn ich jetzt an meine Bürgersprechstunden als Abgeordneter denke, dann waren es die Frauen, die sich gemeldet haben, weil sie die Probleme im Bereich der Betreuung hatten. Es waren die Pflegekräfte, die sich gemeldet hatten, weil sie Probleme mit der Versorgung zum Beispiel von Schutzkleidung hatten. Also es waren die Erzieherinnen, die Angst hatten davor, wie sie ihren Job machen können in diesen Zeiten. Also da ist ganz viel, das ist ja gerade schon angesprochen, abgelagert worden bei Frauen. Aber zum Beispiel die Frage, welche Konsequenzen zieht man jetzt draus? Also wie geht man vor im Bildungssystem? Wie radikal sind die Schritte, die wir jetzt gehen? Die Frage, welche Konsequenzen ziehen wir im Betreuungssystem draus und wie radikal sind die Schritte? Oder auch die Frage,
das ist ein Anspruch, den ich an meine Partei, an unsere Partei habe, sagen, schreiben wir jetzt eigentlich ein Regierungsprogramm auf, wo wir sagen, das sind die 5 Schritte, die wir gehen, damit systemrelevante Berufe endlich die Aufwertung bekommen, die sie verdienen, oder nicht? Also es liegt ja in unserer Hand und deswegen, glaube ich, ist es ja nicht Gott gegeben, ob man sagt... Du hast eine Frage gestellt jetzt. Also würdest du sagen, ihr solltet das machen? Na, ich schreibe das Programm ja nicht alleine. Ja, ja, mein klar. Anspruch ist das und ich vermute, dass Saskia und Clara das ähnlich sehen und dass wir einen Bundesparteitag überzeugt bekommen, aber das ist ja die Aufgabe, die vor uns liegt. Deswegen habe ich es jetzt höflich formuliert und habe es als Frage erformuliert. Aber es ist ja keine Naturgewalt, sondern es ist jetzt eine Frage von politischen Entscheidungen, das will ich damit sagen. Und unser Anspruch, das kann man festhalten, ist, dass die richtigen Konsequenzen aus dieser Corona-Pandemie gezogen werden. Und dann ist das kein Zustand, der sich manifestiert. Dankeschön. Clara? Also ich glaube, was extrem wichtig ist, dass wir es schaffen, dass die Politik es schafft, dass die Familien wieder Sicherheit haben. Weil das, was im März passiert ist, das war für viele ein absoluter Schock. Und die sehen auch immer noch eine große Unsicherheit jetzt mit dem Ende der Sommerferien. Die Frage, wie lange bleiben die Schulen auf? Was mache ich eigentlich, wenn das nochmal passiert? Und also im Gegensatz zu Westdeutschland ist es ja für Ostdeutschland extrem neue Erfahrung. Also selbst meine Mutter, Jahrgang 1943, hat persönlich nie eine Situation gehabt, wo es keine staatliche Kinderbetreuung gab. Und das heißt, dass über Wochen etwas, auf das man eigentlich bis vor kurzem felsenfest bauen konnte, alternativlos weg war. Und ich glaube, das, was wir schaffen müssen, ist, dass die Familien wieder die Sicherheit haben, dass das, was wir gesagt haben, ihr könnt Familie und Beruf vereinbaren, dass wir das auch wieder schaffen. Und der Bildungsbereich ist eine riesengroße Baustelle, die Kinderbetreuung auch. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht die notwendige Voraussetzung dafür, dass wir dieses Rollback eben ganz, ganz schnell wieder aufholen, dass die Frauen eine Verlässlichkeit haben für die Planung ihrer eigenen beruflichen Karriere und die Betreuung ihrer Kinder. Mhm. Und dennoch glaube ich, dass wir zudem darüber nachdenken müssen, ob sich möglicherweise auch eine neue Normalität entwickeln könnte. Also Sicherheit in Bezug auf Kinderbetreuung und Bildungsangebote ist sicher wichtig. Sicherheit in Bezug auf die Jobs übrigens auch. Da ist ja auch, steckt ja auch noch viel Bedenken drin. Was wird denn aus den Jobs der beiden möglicherweise Partner einer Familie? Und dennoch haben alle so ein Stück weit auch erlebt, es könnte mit ein bisschen weniger gehen. Und wir könnten ein bisschen mehr Zeit für die Familie haben. Und ich glaube, auch da kann noch mal ein Dreh reinkommen, dass wir über Arbeitszeitverkürzung reden und dass wir auch über Arbeitszeit jetzt nicht eher so eine Flexibilisierung reden, dass auch eine Souveränität da ist in Bezug auf die Arbeitszeit und die Lebenszeitgestaltung. Bei der Gelegenheit möchte ich gerne eine Zuschauerinnenfrage aufgreifen, die da angesiedelt ist. Jo oder Joe sieht kein tragfähiges Konzept für Homeoffice plus Kinderbetreuung und sagt, was will unsere SPD dagegen tun? Recht auf Homeoffice ist schön und gut, was ja sozusagen von euch gefordert wird. Aber wie wird das künftig denn kompensiert, wenn jetzt niemand außer ihr selbst bei so einem unverschuldeten Ausfall der Kinderbetreuung während der Arbeitszeit die Leidtragende ist? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass eine zweite Welle oder ein neues Virus ja irgendwann kommen kann und wir haben dann wieder eine ähnliche Situation, ne? Ja, also zum einen wollen wir natürlich möglichst viel auch sicheren Präsenzunterricht wieder haben, damit auch die Anbindung der Kinder an die Schule, an die Peer Group, an das Unterrichtsgeschehen wieder auch stattfinden kann. Auf der anderen Seite, wenn es auch wieder notwendig wird oder auch wir entdecken, dass es vielleicht sinnvoll sein kann, teilweise digitalen Unterricht auch von zu Hause aus zu machen, dann muss der natürlich auch besser sein. Der muss auch funktionieren ohne Unterstützung der Eltern. Da muss mehr Organisation auch von der Schule drinstecken. Dass jetzt alle das Gefühl haben, dieses Versprechen Recht auf Homeoffice hätte was damit zu tun, was man in den letzten Wochen erleben musste, das ist natürlich schade. Das ist so ähnlich wie Einzelfallintegration für Inklusion zu halten und zu sagen, oh Gott, wenn das Inklusion ist, dann möchte ich bitte wieder zurück zu dem alten Modell. Das, was wir jetzt erlebt haben, war nicht Homeoffice so, wie wir es uns denken. Es war Homeoffice mit privaten Geräten, ohne klare Arbeitszeitklärung und all diese Dinge. Also sehr mit der Hand am Arm. Alle waren froh, dass es möglich war. Ja, aber das soll nicht der Dauerzustand sein. Es war ein bisschen Wildwest, muss man genau. Ehrlich sagen. Ja, klar. Vielleicht wollen wir den Fokus ein bisschen größer aufziehen. Wir haben jetzt viel über Corona gesprochen.
Für mich ist ja auch die Frage, was war eh da? Also zum Beispiel die Idee, wer klassischerweise die Kinder zu betreuen hat, wenn es hart auf hart kommt. Ja? Sind wir tatsächlich schon eine Kultur gewesen vor Corona, wo wir sagen, nee, Gleichberechtigung ist erreicht? Oder war das so, naja, es ist schon auch okay, wenn die Frau mal ein bisschen halbtags arbeitet? Jutta, vielleicht mal an dich die Frage und Ferda, also ihr habt jetzt auch länger nichts gesagt, genau. Jutta, magst du anfangen zu sagen, wie siehst du das generell jetzt außer diesem speziellen Rückschritt in Sachen Corona? Nun, wir sind in die Corona-Krise reingegangen mit einer extremen Unterschiedlichkeit in der Beschäftigung von Männern und Frauen. Die Frauen haben über 50% Teilzeit, Männer ganz wenig. Wenn Frauen Teilzeit arbeiten, dann sagen sie, es geht nicht anders, weil ich Kinderbetreuung zu machen habe. Wenn Männer gefragt werden, warum sie teilzeiterwerbstätig sind, ist die Antwort oft, ich finde keinen Teilzeitjob. Wir haben zum Zweiten maximale Lohnunterschiede, die oft im Stundenlohn berechnet werden, was eine Trivialisierung ist, weil man ja sehen muss, dass das multipliziert werden muss mit den Arbeitsstunden. Das heißt, für mich ist nach wie vor der beste Indikator ein Lebenseinkommen beziehungsweise dann die Rente, die man bekommt. Die ist bei Frauen also fast die Hälfte niedriger als bei Männern, ein bisschen mehr als die Hälfte, aber es ist erbärmlich und viele Frauen können davon nicht leben. Wir haben die Problematik der Alleinerziehenden vollkommen außen vor und was ich vor die Klammer stellen möchte, ist, dass wenn damals Gerhard Schröder von Gedöns gesprochen hat, dann kam mir das heute wieder so vor während Corona, weil die Situation von Familien und was da passiert und wie man das regeln kann und wie man mit innovativen Konzepten in Schulen und Kindertagesstätten reingehen kann, als allerletztes auf der Agenda leider stand. Mhm. Und da müssen wir ansetzen. Wir müssen ansetzen, dass Männer mehr machen, dass es partnerschaftlicher wird, dass die Lohnunterschiede nicht so immens sind. Und da gibt es ja ganz viel, was auf der Straße liegt, was in anderen Ländern gemacht wird. Und wo wir klug beraten wären, wenn wir auch ein entsprechendes Parteiprogramm aufsetzen. Mhm. Dankeschön. Ferda? Ich muss dazu sagen, dass ich Jutta Almendinger leider gar nicht verstehe oder gar keinen Ton von ihr habe. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt die Sachen nochmal sage, aber ich sage einfach mal, was ich denke. Also an den Dingen, die sich gezeigt haben, die auch vorher schon da waren, ist ein Klassiker, der mich wirklich schon lange stört, das Ehegattensplitting. Also das führt ja dazu, das kenne ich aus meiner eigenen Ehe, dass ich überlege, dass ich diejenige bin als Freiberuflerin, die weniger arbeitet, weniger verdient, weil lohnt sich ja auch nicht. Und dann ist der Moment in so einer Pandemie dann da, wenn man sagt, okay, wie teilt man jetzt die Hausarbeit auf, sozusagen die Zuständigkeiten im eigenen Haushalt? Dann ist völlig klar, dass die Person, die nicht Vollzeit arbeitet, die nicht fest angestellt ist und das Haupteinkommen macht, dass die den Schritt zurückgeht. Und am Anfang, glaube ich, hatten wir alle so einen Moment, wo wir dachten, okay, eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen, das geht in Ordnung. Aber wenn man nicht mehr weiß, geht es eigentlich noch bis Ende des Jahres oder noch länger, da kam dann wirklich irgendwann die Panik. So. Und Ehegattensplitting ist für mich so ein klassisches Beispiel. Das war vorher schon in der Kritik. Wir wissen alle, dass es dazu führt, dass ein altes, überholtes Ehemodell, wo die Frau eigentlich nur, wenn überhaupt, sich ein bisschen Taschengeld verdient, vorgesehen ist. Und das macht sich dann in solchen Momenten nochmal extrem bemerkbar. Und wenn wirklich jedes Mal, wenn ich höre, die Pandemie, das mal abgesehen davon, dass wir gar nicht wissen, wann sie vorbei ist, wissen wir nicht, ob sowas in Zukunft regelmäßig passiert. Mhm. Und die Perspektive ist, ja, das ist möglich. Wenn ich dann überlege, wie viel Rente bekomme ich eines Tages als Frau, die in Teilzeit arbeitet und in bestimmten Punkten einfach zurücksteckt, wenn mein Mann und ich uns nie trennen, ist alles wunderbar. Aber sollte es irgendwie anders kommen und wir uns im Schlechten scheiden und dann vielleicht nicht füreinander da sein, dann ist das perspektivisch ein Problem. Und ich bin ja noch in einer Luxussituation. So, dann gibt es natürlich, wir reden ja hier eigentlich die ganze Zeit über in Anführungsstrichen Luxusprobleme, die natürlich trotzdem sehr hart sind für viele Menschen. Aber wir haben noch nicht gesprochen über wirklich prekäre Situationen, wo Menschen irgendwie nicht mehr wussten, wo unten und oben ist in dieser Pandemie und Phase. Mhm. Vielen Dank, Ferda. Ich finde, ihr habt euch übrigens gut ergänzt. Nur zum Ehegattensplitting möchte ich noch sagen, wir haben auch eine Zuschrift gekriegt von Susanne aus Bayern. Sie schreibt, sie steht gerade kurz vor der Scheidung und spricht wörtlich, Ehegattensplitting ist ein Hohn für Alleinerziehende. Das ist sicherlich auch ein Aspekt in so einer Situation. Absolut. Mhm. Ja, also
Dazu kann ich sagen, wir haben gestern gerade mit dem Präsidium zusammengesessen und in der Tat über das Regierungsprogramm diskutiert. Und ich glaube, Clara war das sogar, die das Thema Ehegattensplitting angesprochen hat. Ich glaube, da ist die Position bei uns klar, dass wir das weghaben wollen und dass wir da auch finden, dass es nicht mehr zeitgemäß ist und dass es ganz viel an moderner Gleichstellungspolitik auch konkret verhindert. Ich habe mich gemeldet, Daniel, weil ich weiß gar nicht, ob ich das darf, aber ich wollte Jutta fragen, die gerade in ihrem Redebeitrag gesagt hat, man kann in anderen Ländern gerade sehen, wie es besser laufen kann. Und vielleicht wissen das alle, aber ich würde einfach... Jeder darf hier auch Fragen stellen, bitte. Vielleicht kann Jutta einfach noch mal kurz ausführen, was sie damit meint. Also, weil das, glaube ich, für uns auch spannend wäre, wo Länder gerade was besser machen. Ja, wo könnt ihr vielleicht auch was Gutes kopieren? Na klar. Genau. Jutta. Hallo Lars, schön, dass ich dich wenigstens mal wieder virtuell sehe. Das eine haben wir schon angesprochen, das ist das Ehegattensplitting. Das andere ist natürlich die kostenlose Mitversicherung. Das nächste ist, dass Männer wesentlich stärker eingebunden sind. Sie haben beispielsweise mehr Vätermonate. Vätermonate helfen im Gegensatz zu Teilzeit auch mitgetragen zu werden für eine höhere Verantwortung nach der Elternzeit, was die Aufteilung von Hausarbeit, von Familienarbeit betrifft. Das hat viel dann auch mit Arbeitszeiten zu tun. Wir wissen, dass wenn wir jetzt beispielsweise in eine 32-Stunden-Woche für alle gehen würden, wir gar nicht viel an Arbeitsvolumina verlieren würden, insgesamt für die Wirtschaft. Aber wir hätten eine größere Möglichkeit, Arbeitszeit, Familienzeit, Hausarbeit und auch freie Zeit zu teilen. Und das ist ja das, was in Deutschland ganz besonders knirscht. Und wenn ich im Moment dann Studien lese, wo gesagt wird, ja, wieso, was wollen Sie denn? Dieser Gender Care Gap hat sich ja etwas geschlossen, weil Männer ja prozentual so viel mehr aufholen als Frauen, dann ist die Antwort ganz einfach. Wir haben einen 24-Stunden-Tag und Frauen können gar nicht viel höher, weil sie so einen Deckel erreicht haben, während der Zuwachs bei Männern, die möglichen Zuwächse bei Männern, wesentlich höher sind. Und das sind alles Formen, wo wir ansetzen können. Ich glaube, wir müssen viel stärker in diese innerfamiliäre Aufgabenverteilung uns überlegen, was ist eigentlich das Ziel, was wir anstreben. Ist das Ziel tatsächlich, dass wir zwei vollzeiterwerbstätige Eltern haben? Oder ist das Ziel, und Vollzeit definiert nach unserem Vollzeitsystem jetzt, oder ist das Ziel, dass wir zwei Eltern haben, die Dreiviertel-Tätigkeiten haben, wo sie dann zweimal vier Tageswochen haben, wo das alles viel besser geht und sie nicht Kinder haben, die sie dann gar nicht sehen können, sondern Kinder haben, mit denen sie auch Zeit verbringen können. Und die Möglichkeiten, auch so Karriere zu machen, würden sich dann erhöhen, wenn auch Männer das täten und nicht die eine Gruppe permanent vor Ort ist. Wir sehen, dass die Erwerbstätigkeit überhaupt nicht einbricht, auch jetzt nicht einbricht, wenn Männer Kinder haben versus von Frauen. Und das ist sozusagen das, wo ich von Anfang an ansetzen würde. So, liebe Politiker, was davon findet ihr gut und was davon glaubt ihr, hätte heute auch schon im Jahre 2020 in Deutschland eine gesellschaftliche Akzeptanz? Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Männer, nicht nur Junge, eigentlich sehr gern mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen würden, dass man sich aber ökonomischen Zwängen ausgesetzt fühlt. Wer Vollzeit arbeitet und dann nebenher noch einen Minijob machen muss, um irgendwie die Familie rüberzukriegen, der kann über solche Dinge gar nicht nachdenken. Und deswegen müssen wir zunächst natürlich die ökonomischen Voraussetzungen schaffen, auch natürlich die Gleichheit der Bezahlung zwischen Männern und Frauen, um da auch die Entscheidungsfreiheit dann herzustellen. Ferder hatte es ja gesagt, ich kenne das außerhalb von Corona, ganz einfach, weil ich auf dem Land drei Kinder bekommen habe, dass ganz schnell die Frage eigentlich geklärt war, wer zu Hause bleibt, weil mein Mann das Doppelte verdient hat wie ich. Ich meine, wieso hätten wir entscheiden sollen? Das war ganz klar, ja. Und dann haben sich auch ganz schnell die bisher eigentlich ziemlich partnerschaftliche Aufteilung der Hausarbeit zwischen uns, das hat sich schnell erledigt gehabt, weil ja die Realität eben so war, ja. Und ich glaube, dass die Bereitschaft eigentlich da ist, dass aber die ökonomischen Bedingungen nicht da sind und dass eben natürlich auch die rechtlichen, das Ehegattensplitting zementiert eine Ehe, die eigentlich heute so keiner mehr haben will. Und deswegen muss das ganz klar überwunden werden. Und wir wollen natürlich auch mit der Familienarbeitszeit eben die Möglichkeit schaffen, dass Eltern solche Entscheidungen treffen können für eine partnerschaftliche Reduzierung der Arbeitszeit. Aber die müssen sich das auch leisten können. Das sind einfach zwei Dinge, die wir gemeinsam denken müssen.
Aber Sie können sich das doch dann in dem Moment leisten, wo Frauen einfach ein höheres Einkommen haben und dann haben Männer halt ein niedrigeres Einkommen. Mhm. Im Moment haben wir schlichtweg die Situation, dass Frauen meist ein bisschen jünger sind und dann die Karriere noch nicht so entwickelt ist wie die der Männer. Insofern werden wir oft diese Einkommensunterschiede haben und solange wir das Elterngeld auch an dem Einkommen festmachen, wird sich daran relativ wenig ändern. Wir müssen es doch hinbekommen, dass Frauen hier und jetzt daran denken, was mache ich jetzt? Und welche Folgen hat es in 10 Jahren und in 15 Jahren? Und wenn sich eines zeigt, wenn man die letzten 50, 60 Jahre anschaut, dann sehen wir, dass die gesamten Veränderungen dadurch zustande kamen, dass Frauen mehr angepackt haben, dass Frauen erwerbstätig sind und trotzdem noch die Mehrlast der Familien haben. Männer haben einfach weitergearbeitet wie bisher und von daher sehe ich natürlich auch in Umfragen, dass viele Männer sagen, ja, ich würde ja, aber das Verhalten zeigt es überhaupt nicht und von daher kommt es auf die Stärkung von Frauen an, hier und jetzt zu sagen, ich muss jetzt was tun, damit es mir in 5 Jahren besser geht. Und da gibt es Politiken, die hier auch Frauen stärken und insbesondere junge Frauen und insbesondere Frauen, die dann nach der Geburt oft in so eine Schleife kommen der endlosen Teilzeitarbeit. Vielen, vielen Dank. Es gibt nicht nur viele Fragen dazu, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ob jetzt nicht endlich der Startpunkt für Gleichberechtigung in Sachen gleiches Gehalt, gleicher Lohn, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, wie ihr das erreichen wollt. Es gibt auch unglaublich viele Fragen zum Paritätsgesetz. Ihr habt ja jetzt das erste Paritätsgesetz in Brandenburg. Was genau macht das Gesetz und war es sehr schwer, das durchzubekommen? Also das Gesetz ist total einfach. Das schreibt einfach nur vor, dass bei der nächsten Landtagswahl 2024 die Landeslisten, wo also die Politiker draufstehen, die dann über die Parteien in den Landtag einziehen, dass sie quotiert sind, also Mann, Frau, das ist auch schon alles. Und gleichzeitig ist das natürlich ein großer Schritt, weil das, was wir jetzt gesehen haben, die Entscheidung sowohl im Corona-Kabinett, wo ja sehr, sehr viele Männer mit 2 Frauen zusammensaßen, aber auch in der Ministerpräsidentenkonferenz, wo gerade mal 2 Frauen dabei waren, das hat natürlich gezeigt, dass Frauen selber in entscheidenden Phasen immer noch unterrepräsentiert sind. In allen deutschen Landtagen haben wir keine 40%, im Bundestag geht es rückwärts. Und da sagen wir müssen einfach was machen. Nicht nur, dass es dann ein paar mehr weibliche Abgeordnete gibt, das ist immer schön für die Abgeordneten, sondern dass halt auch einfach die Interessen von Frauen für Frauen auf Augenhöhe vertreten sind. Und wir schauen natürlich ganz gespannt, im Oktober ist da das Urteil beim Verfassungsgericht. Aber egal wie das ausgeht, der letzte Koalitionsausschuss hat auch schon gesagt, wenn eine Wahlrechtsreform kommt, Parität ist da auf der Tagesordnung. Ich glaube, das ist eine Debatte, die man nicht mehr stoppen kann und die, glaube ich, am Grundsatz ansetzt, nämlich dass man sagt, Fraueninteressen müssen pari pari vertreten sein in deutschen Parlamenten, in der Politik insgesamt. Und jetzt gibt es unglaublich viele Zuschriften auch von Menschen, die sagen, kriegen wir das denn jetzt auch im Bund, die also eher Fans sind, aber es gibt auch Kritik, also bis hin zu, dass einer sagt, ist das nicht genau das Gegenteil von mehr Demokratie wagen, jetzt alles über Quoten zu regeln zum Beispiel. Was könnt ihr solchen Kritikern sagen? Also kein Mensch wird doch wirklich ernsthaft davon ausgehen, dass die 70% Männer in allen Parlamenten in den letzten Jahrzehnten eine ganz knallharte Bestenauslese darstellen, sondern es gibt einfach strukturelle Benachteiligungen. Jutta Almendinger hat zum Beispiel darauf hingewiesen, Frauen leisten zu Hause einfach mehr Arbeit. 1 bis 2 Stunden am Tag. Man stellt sich vor, sie könnten jetzt noch mal 2 Stunden zusätzlich eine Sprache lernen, sich politisch engagieren, den Vortrag im Job halten, der sie dann bei der nächsten Beförderung ganz nach vorne bringt. Also die Zeit, die Frauen für Care-Arbeit, für Familie, für Pflege, für andere Sachen aufbringen, die fehlt ihnen natürlich zum Beispiel beim politischen Engagement. Ganz abgesehen davon, dass Frauen natürlich über weniger freies Einkommen verfügen, was nicht in der SPD, aber in anderen Parteien durchaus eine Rolle spielt bei der Frage, was bringst du in so einen Wahlkampf ein, wie kannst du dann auch deine eigene Kandidatur unterstützen. Deswegen glaube ich, dass mit dem freien Wettbewerb der besten Auslese ist bei uns noch nicht 100%ig gegeben. Deswegen braucht es, glaube ich, einen kleinen Push. Wir haben jetzt 100 Jahre Frauenwahlrecht gehabt. Von alleine scheint sich das nicht einzupendeln bei 50-50 und deswegen bin ich auch für ein Paritätgesetz. Ich glaube, das mit der besten Auslese würde niemand unterschreiben, weil die Leute, die was gegen die Parität haben, haben in der Regel auch die Meinung, dass die meisten Politiker nicht so viel Ahnung haben. Also insofern erledigt sich das möglicherweise von selbst. Aber wie groß ist denn die Chance, dass wir so ein Gesetz auch im Bund bekommen?
Wir haben uns ja vorgenommen, jetzt für die Wahlrechtsänderung in Richtung 2025 tatsächlich eine Kommission einzurichten, die eben dann genau diese Fragen klären wird. Und die wird zusammengesetzt aus allen Fraktionen im Bundestag. Und da gibt es ja noch ein paar mehr Fraktionen, die in ihren eigenen Statuten Quoten oder Reißverschlüsse haben, so wie wir, und die deswegen auch einen guten Beitrag leisten zur guten Vertretung von Frauen im Parlament, wohingegen es eben andere Fraktionen auch gibt. Und da kann jeder nachgucken, welche das sind, die eben bisher nicht so gut quotiert sind und die deswegen, wo deswegen die Abwehr der Männer, weil man, da muss man einfach sagen, es müssen ja welche abgeben, Macht, damit Frauen Macht bekommen können. Und da gibt es natürlich auch eine Abwehr dagegen. Und da müssen wir auch gut argumentieren und eben auch Mehrheiten erringen, auch übrigens im nächsten Bundestag. Da kann ich nur verwerben, dass man Parteien unterstützt, die eben für eine gerechte Vertretung von Frauen in Parlamenten auch streiten. Lars, bitte. Also ich will nur sagen, ich glaube, diese Debatte ist auch ein Stück weit, also ich kriege diese Argumente gar nicht mehr, dass man jetzt sagt, irgendwie da wird Demokratie verhindert. Also das sind, glaube ich, dann eher Leute, die nach Argumenten suchen, warum sie das nicht wollen. Aber wenn man sich auf die Diskussion einlässt, und ich habe das jetzt in diesen 2,5 Jahren als Generalsekretär erlebt, also in der Zeit haben wir zum Beispiel das Präsidium der SPD 50-50 besetzt. Das war vorher eine 40% Geschlechterquote. Wir haben das im Parteivorstand, also ganz viel auch verändert in den letzten 2,5 Jahren. Und das hat alles gut funktioniert und die Zeit ist auch einfach reif für solche Sachen. Und ich glaube ehrlicherweise, dass auch die Union, Saskia hat jetzt keine Parteien genannt gerade, aber es ist die Union, über die AfD muss man nicht reden. Die haben eh ein Frauenbild, das total rückständig ist. Und es ist leider auch die FDP, muss man auch sagen. Das sind die drei Parteien, die da gerade Probleme machen. Aber ich kriege auch die Debatten in der Union mit. Also da tut sich was, die Frauenunion macht sich da auf und würde mir natürlich wünschen, dass eine Parteivorsitzende, auch eine Bundeskanzlerin, dass die nochmal Druck in den eigenen Reihen machen. Also da wird der Parteitag im Dezember sehr spannend. Aber der gesellschaftliche Druck auf die Union muss auch zunehmen. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir mit dieser Kommission die Parität denn hinbekommen. Wir wären jetzt schon so weit gewesen, aber wenn die CDU noch ein bisschen braucht, dann helfen wir ihnen gerne. Lass uns bei diesem Thema doch vielleicht gleich bleiben. Also bei diesem Männer- und bei diesem Frauenbild und vielleicht auch bei diesem durchaus, also ich würde sagen, seit ein paar Jahren wird es ja auch ganz reaktionär zum Teil nach vorne getragen, dass man sagt, der Feminismus hat jetzt gesiegt, die Männer sind alle unterdrückt. Also gerade von der neuen Rechten kommt sowas natürlich in sehr beängstigender Form sozusagen. Wer oder was ist schuld an diesem neuen Maskulinismus? Ja, das ist schon ein Stück weit ein Fallback. In Führungspositionen. Ja. Also ich meine, wenn Sie sich die DAX-Unternehmen anschauen, die werden zu 90% von Männern geführt und Vorstandsvorsitzende sind nicht mal eine Handvoll von Frauen. Also man kann sich ja nicht jetzt so eine Theorie zurechtlegen, Frauen versagen und ruinieren das Land und deshalb haben die Männer hier wieder Oberwasser. Es sind reine Machtstrukturen, die da am Werke sind und die auch dazu führen, dass wir in vielen Bereichen tatsächlich gewonnenes Terrain wieder an Männer abzugeben haben. Und ich finde, das ist immer das Leichteste zu sagen, naja, bei Quotierungen, dann kommen da schlechte Frauen hin. Warum sehen wir dann so viele Männer, die in ihren Jobs wahrlich nicht Gutes leisten? Wobei ich schon glaube, dass es mittlerweile auch eine ganze Reihe von Männern gibt, die das unterstützen. Also das ist ja kein Geschlechterkampf. Also natürlich gibt es diese... Wenn das so wäre, dann würden wir aber in Führungspositionen mehr Frauen haben. Da ist tatsächlich, schau doch an, welche Frauenköpfe da überall rollen. Mit absolut diffusen Argumenten, mit Argumenten, die man vorher noch gechast hat bei Frauen und sagt, sie sind ja so kommunikativ, sie gehen nach außen, sie haben ja dieses Team. Und genau die Argumente führen dann dazu, dass sie ausgetauscht werden. Natürlich intransparent bis zum geht nicht mehr. Also du kannst ja mehr mit deinen Kollegen reden. Ich teile diesen Optimismus von dir nicht. Ich habe auch gar keinen Optimismus ausgestrahlt. Ich habe auch nicht gesagt, dass das alle Männer machen. Ich habe nur gesagt, ist auch gut, dass man Optimismus ausstrahlt. Dass der Teil der Männer, glaube ich, größer geworden ist, der das unterstützt. Ja, wir haben ja gerade, Daniel hatte gefragt, warum das wieder zurückgeht. Und es ist ja schon vor Corona zurückgegangen, zum Beispiel im Parlament. Es ist dadurch gekommen, dass zwei neue Fraktionen in den Bundestag kamen im Vergleich zur
letzten Legislatur 13-17, das ist die AfD und das ist die FDP. Und die sind so lausig in ihren, mit ihrem Frauenanteil, dass die echt den Schnitt gewaltig runterziehen. Und da sieht man dran, dass es eben ohne eine Quote, ohne eine Vereinbarung darüber, dass wir auch eine Zielgröße sozusagen haben, dass es so an, ohne das eben nicht funktioniert. Sondern wenn man nicht hinschaut und wenn man die Vertretung von Frauen nicht auch aktiv wirklich betreibt, ja, dann geht es halt wieder rückwärts. Und deswegen müssen wir auch ganz klar, das spricht Jutta jetzt an, das Frauen in Führungspositionen-Gesetz endlich scharf stellen. Da ist ja bisher nur, dass die Unternehmen definieren müssen, was ist denn eure Zielgröße für Frauen in Führungspositionen? Und nicht wenige Unternehmen, ich glaube 40%, trauen sich tatsächlich dahin zu schreiben, oh, wir machen mal null. Das ist denen echt nicht peinlich zu sagen, wir wollen keine Frauen. Wir wollen keine Frauen in Führungspositionen. Das ist unglaublich. Und wenn wir jetzt heute in der Situation mit Corona, wo es die Wirtschaft natürlich jetzt gerade schwer hat, das sehe ich ein, dann als Argument zu hören bekommen, oh nee, Vorsicht. Also jetzt mehr Frauen in Führungspositionen, das wäre eine Belastung der Wirtschaft. Da kriege ich echt einen Zorn. Ja, wir sind keine Belastung, wir sind eine Bereicherung. Ich habe zwei Wortmeldungen gesehen, Ferder und dann Clara. Ich würde gerne anmerken, dass Leute, die dagegen sind, ja ganz oft auch Aktivismus für den Status quo betreiben, also die sich sozusagen gegen Aktivismus oder für gegen Feminismus wenden und dann im Grunde ja eine Art Maskulinismus betreiben und sich dessen gar nicht bewusst sind. Das andere ist aber tatsächlich, ich beschäftige mich ja viel mit den Themen Rassismus und Diversität, nicht nur in Bezug auf Frauen, sondern eben auch auf Menschen aus Einwandererfamilien. Und da ist es ja auch so, dass wir das merken. Also ohne, dass man es sich vornimmt mit einer Zielmarke, passiert es nicht von selbst. Und es passiert deswegen nicht von selbst, nicht weil die Leute nicht da werden, nicht weil die nicht gut genug werden, sondern weil eben die Strukturen so sind, wie sie sind. Man stellt die Leute ein, die man halt immer eingestellt hat. Das nennt sich in der Arbeitswelt den Similar-to-me-Effekt, also ähnlich wie ich. Männer stellen gerne Männer ein, weiße Menschen stellen gerne weiße Menschen ein, jüngere Leute stellen gerne Jüngere ein, ältere gerne Ältere. Also das ist so, man muss Strukturen aufbrechen, das machen sie nicht von selbst. So. Und ich persönlich finde, es ist auch total gut, wenn mal da so ein bisschen Reibung reinkommt. Und ich mag die Idee sehr gerne, dass man die Quote umdreht und dass man zum Beispiel, also bei uns ist ja immer die Frage dann, wie viele Menschen aus Einwandererfamilien oder wie viele Menschen mit Behinderung oder für wen müsste man dann eigentlich noch alles Quoten machen? Man könnte es einfach umdrehen und sagen, man macht 30% im Bundestag oder in den Parlamenten für weiße Männer und den Rest, da können wir mal gucken, wer da so reinkommt. Und dann hat man nämlich nicht mehr das Problem, dass sich in eine kleine Quote, also in sozusagen die 50% der Frauen, dann noch die Migranten und dann noch die Menschen mit Behinderung und dann noch die LGBTQI-Community sozusagen reinquetschen muss. Und dann sollen noch die anderen sich ihren kleinen Bereich behalten. Ist eine schöne Idee. Ich befürchte, dann hat zwar jeder auf einmal so einen afrikanischen Urgroßvater, um nicht in die Quote zu fallen, aber es ist eine schöne Idee. Clara. Ja, Ferda spricht einen total wichtigen Punkt an. Wir sehen das ja, du hattest gesagt, die neue Rechte und Antifeminismus. Also die machen sich ja lächerlich über Genderforschung, versuchen auch politisch gegen Feminismus vorzugehen, Gelder in Frage zu stellen für diesen Bereich. Und das ist ja aus Ihrer Sicht eine Reaktion, dass die weißen Männer, die 30%, ob es mehr oder weniger sind, sich natürlich auch durch diese Gleichstellung, die zunimmt in unserer Gesellschaft mit Rückschlägen hier und da, aber die zunimmt, dass sich da natürlich Teile der Männer auch in ihrem eigenen persönlichen Status gefährdet sehen. Ja, also der Mann, der es zu Hause zu sagen hat, das Geld nach Hause bringt und die Frau, die dann die Käsestollen hinstellt und ihm die Pantoffeln bringt. Also das ist ja ein altes Klischee und durch die zunehmende Gleichstellung von Männern und Frauen, durch die Diskurse wie Paritätgesetz, setzen wir ja ganz bewusst auf eine Gesellschaft, die vielfältig ist, nicht nur Männer und Frauen, sondern Menschen, die schon immer hier sind, Menschen, die seit 30 Jahren hier sind, Menschen, die seit 3 Jahren hier sind. Und das ist ja unser gesellschaftlicher Anspruch, dass wir sagen, wir sind dadurch reicher, dass wir vielfältig sind. Und die Rechten setzen dagegen ihr geschlossenes, homogenes Weltbild und sagen, also
wir hatten es schon immer zu sagen, in dem Fall die Männer, und das möge dann auch so bleiben. Und alles, was das gefährdet, ist prinzipiell erstmal schwierig. Und ich glaube, dass man gerade die Frage des Verächtlichmachen zum Beispiel von Genderforschung ganz genau sehen muss, dass es ein Teil ist dieser rechten Strategie, um sozusagen die kulturelle Herrschaft der, jetzt möchte ich nicht alte weiße Männer generell verteufeln, es gibt auch sehr, sehr nette darunter, aber dieses Symbol zu verteidigen. Mhm. Das finde ich übrigens sehr schön, nochmal eine Lanze für nette alte weiße Männer zu brechen. Und viele von denen sagen ja auch selbst, sie sind Feministen. Mit denen hat man vielleicht dann weniger Probleme als mit anderen. Ich glaube, eine Idee dieses Antifeminismus oder dieser Emanzipationsskepsis, um es vielleicht vorsichtiger auszudrücken, ist ja immer, naja, man will die Frauen jetzt in Positionen drängen und dazu bringen, viel zu arbeiten. Das wollen die ja gar nicht. Und vielleicht ist ähnlich jetzt auch eine Frage von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer gemeint. Warum werden Frauen seit ein paar Jahrzehnten immer unglücklicher, obwohl sie immer mehr Rechte und Privilegien erhalten? Mich verblüfft diese Frage erstmal. Jutta, Ferda, du meldest dich wunderbar. Also erstmal, werden Frauen denn überhaupt unglücklicher seit ein paar Jahrzehnten? Was sagt denn eure Kenntnis? Kennt ihr Studien dazu? Habt ihr auch den Eindruck, dass Frauen immer unglücklicher werden? Zumindest die, mit denen ich hier heute spreche, wirken doch ganz aufgeräumt und glücklich. Ferda. Also zu der Frage, ob Frauen tatsächlich wissenschaftlich belegt immer unglücklicher werden, kann ich eigentlich nichts sagen. Ich kann aber was sagen zur Unzufriedenheit. Und zwar ist es so, dass das gilt auch für die anderen Diskriminierungsbereiche. Wenn Menschen sich erstmal damit beschäftigen, welche Nachteile sie haben, und je weiter fortgeschritten sie in einer Gesellschaft, je einen besseren Stellenwert sie bekommen, desto eher merken sie ja auch, was ihnen vorenthalten wird. Also es kann sehr gut sein, dass in einer modernen, aufgeklärten, einigermaßen gut gleichgestellten Gesellschaft Frauen unzufriedener sind als vorher, weil sie früher vielleicht schon froh waren, wenn sie der Mann, ich sage jetzt mal sehr plump, nicht verprügelt hat und das Geld nicht verspielt hat. Und heute ganz andere Ansprüche haben und eben sehen, Moment mal, wieso kriege ich eigentlich für die gleiche Arbeit weniger Lohn? Oder warum haben wir zwei Kinder und es bleibt alles an mir hängen und ich habe noch den Vollzeitjob und. Und das sind natürlich Punkte, die waren wahrscheinlich früher nicht so virulent. Wir merken das Gleiche bei Menschen, die aus Einwanderfamilien in der zweiten und dritten Generation, die einfach schneller gereizt oder wütend sind oder unzufrieden, weil sie sagen, Entschuldigung, ich möchte nicht, dass jemand mich toleriert. Das ist auch mein Land. Wenn überhaupt, toleriere ich dich so ungefähr. Also die Ansprüche verändern sich. Und das würde auf jeden Fall erklären, warum das so ist. Und das ist ein gutes Zeichen. Es ist ein Zeichen für Fortschritt. Also Unzufriedenheit als Motor sozusagen für Veränderung in die richtige Richtung. Das macht sehr viel Sinn. Jutta, wie ist es denn? Hat die Sozialforschung Studien dazu? Werden Frauen wirklich unglücklicher oder unzufriedener erstmal? Ja, aber aus guten Gründen doch. Ich meine, die jungen Frauen, die ich unterrichte, die Studierende sind, die kommen ins Leben, die waren in den Schulen besser als die Jungs, die sind im Studium oft fixer als die Jungs und denen die steht die Welt offen. Die haben klare Vorstellungen, was sie machen wollen und sind oft zusammen mit Partnern oder Partnerinnen, die sagen, ja, und wenn wir Kinder haben, dann machen wir alles paritätisch, wir machen es gleich und dann kommt alles ganz anders. Genauso wie Saskia sagte, dass es bei ihr gewesen ist, dass es dann so schleichend reingekommen ist und nicht mehr zurück. Und dann fängt die Demütigung an. Deshalb sagte ich auch in dem Zeitartikel, es ist ein Verlust an Würde. Mhm. Weil man sieht, die Männer erreichen das und ich, die ich eigentlich besser war, erreiche das nicht. Und die laufen immer mehr weg und das Einkommen wird immer höher und meine Möglichkeiten, noch im Job Karriere zu machen, werden immer niedriger. Wir haben eine altersgradierte Gesellschaft, eine, die relativ wenige zweite, dritte, vierte Chancen gibt. Wir müssen uns um Kinder kümmern, das ist uns gegeben, das ist ja auch gut so. Und ich sehe nicht, dass wir da große Fortschritte machen. Also wenn ich mir anschaue, wie groß die Unterschiede in den Löhnen sind, wie groß die Unterschiede sind. Die Bertelsmann Stiftung hat es ja gerade gezeigt, dass eigentlich der Lebenseinkommensunterschied von Familien
heute größer ist, als er noch vor 10 Jahren war, dass die 71er Frauen eigentlich noch einen geringeren Einkommensunterschied über das Leben hinweg zu erwarten haben als die 81 geborenen Frauen. Wenn wir uns die Aufteilung von Sorgearbeit uns anschauen, da tut sich relativ wenig. Die Frauen machen mehr und die Männer bleiben aber dabei. Und dass man damit nicht jauchzend und juchzend durch die Welt läuft, das verstehe ich mehr als. Und mein Vater sagt, das ist ein Antrieb, dann weiß ich nicht, ob Frauen das aus eigenem Antrieb schaffen. Ich sehe es zumindest nicht über die letzten Jahrzehnte. Wir haben ja auch gar keine so große Fraueninitiative mehr, wie wir sie noch vor Jahrzehnten hatten. Ich glaube, da braucht es dann auch noch mehr Solidarität unter Frauen und gemeinsames Anpacken. Dankeschön. Lars, du wolltest auch was sagen? Ja, ein Gedanke nur zum Thema Unzufriedenheit. Also wir haben jetzt vorhin über Corona und die systemrelevanten Berufe geredet. Und ich meine, das sind die Berufe, in denen der Druck und die Durchökonomisierung und das Profitstreben am größten sind. Wenn man sich mit Pflegekräften unterhält, was die heute leisten müssen, wie die durchgetaktet sind, so, dann glaube ich, entsteht da ja eine Unzufriedenheit im Job. So, und das sind vor allem Frauen. Und deswegen, ich kenne auch keine Studie, aber würde auch vermuten, dass gerade in diesen systemrelevanten Berufen natürlich die Unzufriedenheit wahnsinnig groß ist und sich auch entwickelt hat die letzten Jahre. Und es sind vor allem Frauen. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, muss was draus folgen. Also über die Themen von Tarifbindung und die Fragen von besseren Löhnen und die Fragen von Arbeitsschutz werden wir sehr viel reden als SPD in den nächsten Monaten. Ich möchte gerne für euch noch eines, Lars, bei systemrelevant arbeitenden Frauen, dass das die einzige Gruppe von Frauen ist, die jetzt eine größere Entlastung zu Hause hat, weil da müssen Männer mehr an Care-Arbeit, an Familienarbeit, an Hausarbeit machen. Das Problem ist nur in dem Moment, wo alles wieder öffnet und die Männer auch wieder nach draußen gehen können, dass das umkippt und keine Nachhaltigkeit hat. Ich würd gerne eine Sache von euch noch wissen wollen. Also obwohl wir ja nun eine SPD-Parteivorsitzende haben und wir haben auch eine Bundeskanzlerin, habe ich doch den Eindruck, und den haben, glaube ich, viele andere auch, dass in der Corona-Krise doch sehr viel Männer gesprochen haben. Also es liegt nicht nur, glaube ich, an den Virologen, die viel Männer waren, sondern man hat auch in den Medien, in der Politik waren Männer präsenter als Frauen. Wie ist euer Eindruck? Teilt ihr das? Und wenn ja, woran liegt das? Das ist nicht in Corona so geworden, sondern das ist einfach schon immer so. Es ist es dir vielleicht besonders aufgefallen, aber Männer sind in Medien wesentlich präsenter. Männer sind in Führungspositionen stark. Männer sind auch in der Politik sehr stark. Natürlich arbeiten wir dran, es zu verbessern. Aber tatsächlich erlebe ich immer noch, jetzt in Zeiten von Corona selten, weil da gibt es selten Panels, aber ich erlebe immer noch Panels. Da sitzen 10 Männer nebeneinander und debattieren über frag mich nicht was. Und die schämen sich kein bisschen. Und ich glaube einfach, da haben wir noch richtig viel zu tun. Und das hat schon auch mit Frauen in den Medien zu tun, die eben dort dann auch beispielgebend sind, weil Medien ja doch recht viel konsumiert werden, ja, beispielgebend auch mit Rollenmodellen. Ich glaube, dass wir da noch was zu tun haben und wir also sowohl mit rechtlichen Bedingungen als auch mit ökonomischen Bedingungen vor allem Dinge verändern können. Wobei ich jetzt gerade an einer Sache echt, also was mich ja wirklich genervt hat in dieser Corona-Zeit, waren denn so Leute, und das sage ich jetzt einmal als Generalsekretär bei so einem Thema, wie Armin Laschet und Markus Söder, die sich die ganze Zeit da echt Paroli geboten haben und so einen Hahnenkampf aufgeführt haben. Und wenn ich dann Menschen wie Malu Dreyer oder Manuela Schwesig sehe als Ministerpräsidentin, die einfach ihren Job gemacht haben, und ich meine, das sieht man auch, dass in beiden Bundesländern das gut funktioniert hat, dann weiß ich gar nicht, ob ich glücklich drüber gewesen wäre, wenn die auch so laut und hahnkampfmäßig da aufgetreten wären, wie Laschet und Söder das gemacht haben. Ich hätte die ganz gerne mal in einer Talkshow gesehen. Das stimmt, da gebe ich dir recht. So. Ferner sind wir da ein bisschen schuld, also wir in Anführungszeichen Journalistinnen, dass wir dann eben auch, wenn die Männer anfangen, sich aufzuplustern, ganz gerne mal die Kamera draufhalten oder sagen, hol dir mal eine Talkshow, der rastet so gut aus. Ja, natürlich. Also, jetzt, ich meine, schau dir mal an, durcheinander. Jutta, warte ganz kurz. Ich hatte Ferda gefragt, lass die zuerst antworten. Die hört nämlich nicht, dass du, glaube ich, gerade sprechen wolltest. Danke. Ferda, bitte. Oh, okay. Tut mir leid. Alles gut. Das habe ich tatsächlich nicht gehört. Ich finde schon, dass in den Medien auch sich genau das bemerkbar macht, was ja überall ist. Medien sind auch ganz normale
Büros sozusagen mit ganz normalen Menschen, die in denselben Strukturen stecken wie überall. Das heißt, wir merken auch oft nicht, welche Strukturen wir verinnerlicht haben, nämlich in dem Fall auch, fällt uns eigentlich auf, dass die Corona-Debatte, oder das war das die ersten Wochen, fiel uns auf, dass die Corona-Debatte maßgeblich von Männern kommentiert wurde. Und dass selbstverständlich in der Tat, es wurde mal auf eine Kanzlerin geguckt und sozusagen Merkel versus Trump, aber es wurde nicht geguckt, was in den Ländern passiert. Und es wurde auch erstmal wirklich lange nicht bemerkt, dass fast nur Männer und fast nur männliche Virologen in Erscheinung treten, obwohl es ja auch Frauen gibt. Und dann hat man angefangen, mal die eine oder andere zu suchen. Aber da müssen wir uns selber auch jedes Mal wieder fragen, wieso sind die eigentlich nicht da? Wieso stehen die nicht in den Telefonbüchern, also in unseren eigenen Kontaktdaten sozusagen? Warum ist der erste Reflex, an einen Mann zu denken, wenn ich Virologe sage? Mhm. Und das zeigt halt sehr viel in unserer Gesellschaft, so, was schiefläuft. Jutta, bitte jetzt. Naja, Entschuldigung, ich hatte das nicht mitgekriegt. Klar, ich wollte mich kein Problem. Ich wollte nur sagen, dass gerade in diesem Beispiel der Virologie ja sehr viele Frauen tätig sind. Und von daher, weil du gefragt hast, sind da auch die Medienakteure, die dazu beitragen, dass es diese Schieflage gibt. Ein ganz, ganz klares Ja. Und gerade von Medien hört man ja immer wieder, dass sie sagen, es gibt keine Frauen, die sich vor die Kamera trauen. In Wirklichkeit, wir haben da mal kleine Untersuchungen gemacht und auch die Stiftung von Maria Furtwängler hat Untersuchungen gemacht, werden Frauen wesentlich seltener angefragt als Männer. Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich versuche für meine Radiosendung am Sonntag immer Frauen anzufragen. Und da ist es dann manchmal auch so, ja, mein Chef möchte das gerne machen. Und ich muss dann manchmal lügen und sagen, nee, das darf der gar nicht. Wir haben eine Quote, damit die Frauen das dann tatsächlich machen. Klappt allerdings dann meistens auch, muss ich sagen. Lasst uns doch noch ein bisschen über eure persönlichen Erfahrungen sprechen. Jetzt waren wir ja gerade über das Bild der Medien und so. Und ich kann mir vorstellen, Saskia, Clara, dass speziell ihr, ja, vielleicht auch ist noch nicht so lange her, dass ihr euch beide um den Parteivorsitz beworben habt, ganz am eigenen Leibe eigentlich erfahren habt, auch dass über Frauen auch anders berichtet wird als über Männer und anders mit euch umgegangen wird, oder? Obwohl ihr ja nun auch schon lange gestandene Politikerin seid. Ja, das stimmt schon, dass da ein anderer Blick drauf geworfen wird, dass auch mit anderen Argumenten vorgegangen wird, andere Maßstäbe angelegt werden. Aber es ist auch so, dass die Medien dann, wenn es dann einer merkt, oh, da haben wir irgendwie jetzt bisher irgendwie so, anfangs war es also diese Scholz, Anti-Scholz-Geschichte, die da überall erzählt wurde und dann plötzlich hat jemand gemerkt, oh, da waren ja diese Frauen, lass uns mal mit den Frauen reden. Und plötzlich hatten wir ganz viele Doppelinterviews, wir beide zusammen und dann hat einer den anderen angeregt, jetzt sich mal mit den Frauen zu beschäftigen. Aber so vom Prinzip her ist der Blick ein anderer und der legt andere Maßstäbe an und auch die Verhetzung ist eine andere. Das kann ich nur wirklich aus eigener Erfahrung. Maßstäbe. Ich erinnere mich noch, als Angela Merkel Kanzlerin wurde, wurde ganz viel darüber gesprochen, wie griesgrämig die guckt. Ja, und bei dir habe ich auch oft das gelesen, die lächelt nicht so viel, wo ich denke, erlebe ich nicht so, aber selbst wenn, das ist, dafür bist du ja auch nicht da, oder? Würde man ja von einem Mann auch nicht erwarten, dass er permanent lächelt. Grimmig, aber Haltung hat neulich einer geschrieben, ja. Immerhin. Ne? Immerhin. Klar, und ich weiß, bei dir habe ich, glaube ich, im Interview gelesen, dass dich mal schockiert hat, dass einer dich auf deine grüne Jacke angesprochen hat, statt mit dir über Inhalte zu sprechen. Das fand ich sehr symptomatisch. Ja, also wenn man weiß, dass ich wahrscheinlich zu den Menschen gehöre, die nur unter Zwang neue Sachen einkaufen, war das für mich besonders absurd. Und was mich auch am Anfang schwer irritiert hat, also ich bin ja nur 40 Jahre durch mein Leben gegangen und als ich dann mit Olaf kandidierte, schrieben dann ziemlich viele Journalisten, ich wäre ja so eine Art weibliche Ausgabe von Olaf Scholz. Also nichts gegen Olaf, aber also ich meine, ich bin Mutter von 3 Kindern, komme aus Ostdeutschland, bin offensichtlich eine Frau. Also uns unterscheidet rein faktisch schon einiges. Das war dann schon klar, dass auch gerade bei diesen ganzen Teams am Anfang die Journalisten sich sehr auf die Männer gestürzt haben. Aber was das Verfahren ja auch gezeigt hat, durch unsere paritätische Anforderung, haben die ganzen Männer, die Parteivorsitzender werden wollen, sich zum einen eine Frau suchen müssen, quasi bis auf Saskia, die hat sich einen Mann gesucht. Auf der anderen Seite haben dann viele auch erstmal gemerkt und entdeckt, was es für tolle Frauen auch in der SPD gibt, die ja auch manchmal ein bisschen männerdominiert rüberkommt. Und das an sich war schon ein sehr guter Effekt. Und das Zweite war, dass wir uns eigentlich, also noch mitten im Wettbewerb, eigentlich
versprochen hatten, weil wir genau um diese Mechanismen wissen, dass wir uns halt einfach nicht in dieses Spiel der Medien begeben, sondern dass wir untereinander abstimmen, was wir machen wollen, was wir gut finden und dass wir das zusammen machen, weil natürlich die Journalisten nichts lieber gehabt hätten, als dass Saskia und ich uns da irgendwie mit Puderbällchen beschmeißen oder so. Das haben wir nicht gemacht. Puderbällchen finde ich auch sehr schön. Jutta, wie ist das bei dir? Also es ist ja immer das Schwierige, sozusagen, wenn wir mit Frauen sprechen, die es geschafft haben. Ja? Dann erzählen wir selten die Geschichten, was vielleicht auch für Schwierigkeiten da waren, wo es vielleicht auch Schwierigkeiten gab, weil du eine Frau warst. Wie war das für dich in deiner akademischen Laufbahn? Also ich kann sagen, dass es noch heute so ist, dass ich keinen Bericht, der über einen Mann in der Führungsposition jetzt in der Wissenschaft geschrieben wird, einfach diesen Männernamen ausweiseln kann und durch einen Frauennamen ersetzen kann. Das ist immer die beste Show an Neujahrsfeiern oder sonst irgendwas, wenn man dann solche Texte liest. Also das, als ich noch am IAB gearbeitet habe, hieß es dann, die sonst so fröhliche Frau kann als Chef auch Härte zeigen. Das hätte man über Herrn Weise als Vorsitzenden der Bundesagentur nie schreiben können. Und wenn man heute über Sandra Richter entsprechend urteilt und sagt, das ist die Lufthansa-Germanistin, das ist einfach eine Frechheit, dass man so noch ohne große Recherche Frauen abkanzelt. Ich glaube, das ist in der Wissenschaft nicht anders, als es sonst in der Wirtschaft oder in der Politik ist. Und auch ansonsten haben wir die ähnlichen Probleme, die Quotierung, Männernetzwerke und so weiter und so fort. Ich habe früh gesagt, klar bin ich da, wo ich bin, weil ich ganz oft quotiert wurde. Aber ich bin auch nicht weiter gekommen als das, wo ich jetzt bin, weil ich natürlich durch diese Quotierung von allen möglichen Gremien in so vielen Gremien mittlerweile bin, dass ich ja kaum noch Zeit habe, zu publizieren oder mich um anderes zu kümmern. Das heißt, eine Quotierung in der einen Sache, wenn sie nicht durchgezogen wird durch andere Bereiche, hat natürlich auch fatale Folgen, insbesondere für junge Wissenschaftlerinnen, die dadurch viel weniger Zeit haben, für die Güter, nämlich Publikationen, die nachher besonders wichtig sind, um auf Professuren zu kommen. Also, aber das ist ein großes Feld und da möchte ich jetzt nicht die Wissenschaft zu sehr in den Vordergrund spielen. Sie ist wichtig, aber ich glaube, viele gesellschaftliche Bereiche und gerade das, was vorhin angesprochen wurde, viele Frauen, die in prekären Beschäftigungssituationen arbeiten und nicht den Luxus von Homeoffice haben, den ich für Frauen im Übrigen fatal finde, können dann nur den Kopf schütteln. Mhm. Klagen auf hohem Niveau. Ferda, wirst du mehr kritisiert als Frau mit Migrationshintergrund oder ein Mensch mit Migrationshintergrund oder als Frau oder ist das ein fröhliches Stell-dich-ein? Also, das ist natürlich schwer zu sagen, weil mir ja nicht drinsteckt sozusagen im Kopf der anderen Person und weil die Beschimpfungen am Ende des Tages relativ einheitlich klingen im Sinne von geh doch nach Hause oder von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Aber wir hatten jetzt vor kurzem diese NSU 2.0 Briefe, die verschickt wurden und da wurde nochmal deutlich, dass das eigentlich ja fast an Frauen gegangen ist und dann nochmal explizit an Frauen mit Migrationshintergrund. Also die Verschränkung von Sexismus und Rassismus scheint doch ziemlich groß zu sein. Und die trifft mich insofern, glaube ich, auch, dass ich Leute von einer jungen Frau und dann auch von einer quasi gefühlten Ausländerin schon gar nichts sagen lassen wollen. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich, wenn es wirklich auf Diskriminierung, also auf Nachteile im Leben geht, ich bin ja auch in einer privilegierten Situation. Ich habe eine Mutter, die wirklich mich durchgeboxt hat im Schulleben und so. Also ich musste mich selber nicht so wirklich um vieles kümmern sozusagen. Es lief dann schon. Das, wo ich wirklich merke, dass man es schwer hat, ist eine junge Frau zu sein. Also jetzt bin ich auch schon 40, jetzt bin ich nicht mehr ganz so jung, aber so mit 27 beim Berufseinstieg, da merkt man schon, dass man als junge Frau echt zu kämpfen hat. Und dann war ich relativ früh in einer Leitungsfunktion in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und wurde immer für die Praktikantin gehalten. Und ich glaube, die Kombination jung und weiblich, die ist wirklich schwierig. Und dann, wenn noch ein Migrationshintergrund dazu kommt, ist es auf jeden Fall prädestiniert für die sogenannte Mehrfachdiskriminierung. Ich sage das jetzt mit einem Lächeln, weil es natürlich irgendwie auch lustig ist, wenn man erstmal in einer privilegierten Position ist, da kann man das irgendwie so an sich abprallen oder perlen lassen, aber eigentlich ist es natürlich nicht witzig. So.
Außerdem, ich kann das nur bestätigen, alle Studien zeigen uns, dass genau diese Diskriminierungen da sind. Also das kann man abbilden. Das ist nicht nur eine persönliche Erfahrung. Ich habe mir lange überlegt, welche Schlussfrage ich für die Schlussrunde haben soll. Und das ist deshalb schwer, weil wir über so viele Dimensionen gesprochen haben. Über knallharte politische Dinge, die ihr anschieben wollt oder müsst. Über große kulturelle Veränderungen, die sicherlich noch lange dauern. Aber auch über ganz persönliche Dinge. Ich würde vielleicht von all den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, wissen, was liegt euch am meisten am Herzen? Also wo denkt ihr, solltet ihr persönlich besonders viel Aufmerksamkeit darauf geben, dass sich da was ändert? Oder wo sollten wir alle, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht besonderes Augenmerk darauf legen, dass dort etwas gemacht werden kann? Jutta, du hast ja unglaublich viel gesagt, was sich ändern muss. Aber wenn du jetzt eins rauspicken würdest, wo du sagst, das ist dir am allerwichtigsten, was wäre das? Also ich bin davon überzeugt, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen nur gemeinsam geht und dass wir jetzt ansetzen müssen, Gelegenheitsstrukturen zu schaffen, dass Männer tatsächlich ihr Leben so leben, wie sie sagen, dass sie es leben wollen, nämlich in einer gesunden Aufteilung von Beruf, Familie und anderen Dingen. Da müssen wir ansetzen, dann würde sich für Frauen automatisch jede Menge ändern. Mhm. Dankeschön, Ferda. Wenn du was herausgreifen müsstest? Also mir wäre wichtig, dass wir immer gucken, wen wir vergessen. So, oder wer gerade nicht spricht oder wer nicht stattfindet, wer nicht mit im Raum sitzt. Also jeder Einschluss sozusagen, jeder Beschluss schafft ja auch Ausgrenzungen und Ausschlüsse und dass wir lernen, einfach zu gucken, wer fehlt eigentlich in dieser Gruppe. So, ich glaube, das hätte uns auch in der Corona-Zeit total geholfen, zu sagen, wen sehen wir nicht, wen hören wir nicht, über wen reden wir nicht. Mhm. Dankeschön. Clara. Erstens das, was Jutta sagt, zweitens das, was Ferda sagt und drittens finde ich, wenn wir jetzt gestalten, wie Homeoffice aussehen soll in Zukunft, das kann eine Riesenchance sein, auch für Familien, aber es darf niemals so gedacht werden, als wäre Homeoffice eine adäquate Form von Kinderbetreuung, sondern Frauen, die zu Hause arbeiten, die brauchen trotzdem noch einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung und das kann man nicht nebenher neben der PC-Arbeit machen. Mhm. Dankeschön. Lars? Also wenn ich ein Thema rauspicke, dann würde ich sagen, sind es die Veränderung von Strukturen. Und das heißt, dass das große Ziel sein muss, wirklich zur Bundestagswahl, leider nicht mehr 21, aber dann 25, die paritätischen Listen zu haben. Und dann sind wir leider noch ganz weit entfernt vom Thema Diversität. Das ist eins, was wir als SPD auch dringend angehen müssen, wo wir besser werden müssen. Aber 2025 die Parität bei den Listen zu haben für die Bundestagswahl, um dann die Strukturen zu ändern und dann auch Politik ändern zu können, damit viel besser wäre ein richtiger Schritt. Saskia. Also mir geht es um Souveränität und deswegen will ich mit unserem Regierungsprogramm und dann auch damit, dass wir das Regierungsprogramm auch umsetzen dürfen, rechtlich und ökonomisch und mit den Strukturen dafür sorgen, dass Frauen viel, viel stärker als heute noch souverän ihr Leben selbst bestimmen können. Dann darf ich mich bedanken. Für mich ist das heute ja auch der vierte und erstmal letzte Zukunftsdialog. Ich möchte mich nicht nur bei Ihnen bedanken, die zugeschaut haben und viele tolle Fragen gestellt haben, sondern natürlich auch bei der SPD, dass ich das überhaupt machen durfte. Ich war außergewöhnlich nervös bei diesen Veranstaltungen. Warum? Wegen diesen tollen Akteurinnen und Akteuren, mit denen ich hier sprechen durfte und weil die Themen eben so wahnsinnig wichtig sind. Und sollte es ein bisschen dazu geholfen haben, den Diskurs voranzubringen, vielleicht den Blick auf bestimmte Dinge zu schärfen, dann ist das Ziel erreicht und dann freue ich mich ganz besonders. Also ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die heute dabei waren und auch in den letzten Zukunftsdialogen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut und dann hoffe ich, dass die Zukunft rosiger wird, als es ohne Dialoge gewesen wäre. Dankeschön. Kompliment an dich. Hast du super gemacht. Dankeschön.